Einen wunderschönen Tag, meine lieben Zuschauer, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brick Ricks am Wochenende. Nur eine kurze Info für alle Leute, die wissen, was Brick Ricks ist. Das ist ein bisschen Lego, Sandbox-Game, Zerstörung, Explosionen und einfach nur Spaß. Für alle Leute, die meinen Kanal jetzt neu abonniert haben und dieses Video zum ersten Mal sehen, danke erstmal, dass ihr ein Abo dagelassen habt, und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Wir werden heute auf der Wüstenmap mal ein bisschen durch die Gegend fahren und versuchen, Missionen zu machen. Das habt ihr euch auch gewünscht. Das letzte Mal in der Folge habe ich auf jeden Fall ein bisschen Mist gebaut. Da habe ich mit einem Raketenwerfer unter einer Transportstation mein Fahrzeug abgestellt. Das werden wir heute mal nicht machen. Und wer es... Hallo, komme ich da nicht rein? Wer es bis zum Ende aushält dieser Folge, dem werde ich noch ein Fahrzeug, nein, in Anführungszeichen Fahrzeug zeigen, das ich gestern im Livestream gebaut habe auf Twitch. Also folgt mir nochmal bitte auch auf Twitch, würde mich tierisch freuen. Da streame ich auch öfters mal Brick Ricks, während ich Fahrzeuge baue. Wer Bock hat auf eine Baufolge auf YouTube, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Also das entscheidet ihr, was ihr hier seht. So, mit was fahren wir denn durch die Gegend? Ich würde sagen, wir... Okay, das hier ist so ein Schneepflugding, brauchen wir nicht. Hier haben wir einen TIE Fighter, seht ihr. Ach, sogar die Steuerung wird dir erklärt. Fliegen ist wirklich richtig kompliziert. Hätte ich nicht gedacht. Komm, lass mal mit einer US Ambulance fahren. Warum denn nicht? So. Als allererstes, ganz wichtig, wir gucken uns an, was das Fahrzeug kann. Gut, das war's. Licht haben wir auf jeden Fall mit der Taste H. Dann haben wir noch die Beacons, die Lichter, oben und hinten. Seht ihr hier, Ambulance mit der Taste Q. Warning Light, J. Ja, ist alles da. Und wir machen mal ganz kurz ein bisschen dunkler, damit wir das hier besser sehen, und machen ein bisschen Clouds an. So. So. Oh Gott, ist die Karre langsam, ey. Was auch ganz cool ist, es gibt verschiedene Kameraansichten mit C. Das hier ist die First-Person-Ansicht. Und wenn ich jetzt Steuerung drücke oder Alt, rechte Maustaste, kann ich mich hier im Fahrzeug umsehen. Das war mir auch neu, fand ich ganz cool. Habe ich erst gestern rausgefunden im Stream. Und das ist auf jeden Fall schick. Ansonsten, die Freecam kennt ihr ja, wo mir rumfliegen kann. Jetzt fast ein bisschen dunkel, ne? Machen wir nochmal. Machen noch ein bisschen heller. So, ein bisschen so, dass man das noch gut sieht, aber... Aber gut. Aussteigen mit E war ja klar. Ansonsten würde ich sagen, was gibt es an dem Fahrzeug zu sehen? Gerade nicht so viel. Wir haben ein- und aussteigen. Schade, die Türen hinten gehen gar nicht auf. Ah, das wundert mich jetzt ein bisschen. Ich hätte schon gedacht, dass wir die aufkriegen. Aber ist ja erstmal weiter nicht so wild. So, wie komme ich denn... Ah, ich kann wieder nicht Gas geben. Was habe ich denn jetzt schon wieder kaputt gemacht? Nochmal C drücken. Ah, ich glaube, genau. Ich habe die Handbremse an. War das? Nein. Okay, da unten rechts, ich glaube, mit Alt. Genau, Alt war's. Ich frage mich mal, wisst ihr, was das ist? Dieses Zahnrad hier unten? Das ist wahrscheinlich manuell schalten oder so. Das vergesse ich jedes Mal. Raus und reinzoomen kann man mit dem Mausrad. Was ich irgendwie gestern auch... Ach du Scheiße, ist die Karre lahm. Nicht dein Ernst, oder? Alles da. Back to the drawing board, Leute. Das machen wir nicht mit dir. Passt mal auf. Recovered Garage. Und dann tun wir das Ding ja... Ne, warte mal. Wir tun das Ding auf jeden Fall... Ja, fahr mal weg, ne? Mach's gut. War schön mit dir. Komm, noch ein bisschen anschubsen hier, dass der sich verpisst. Der ist viel zu lahm. Der Wagen ist viel zu lahm. Der wäre schön gewesen, aber... Wir schauen uns mal kurz an, was der für einen Motor hat. Wo ist denn der Motor? Ich glaube, mit X kann man X-Ray anmachen. Seht ihr das? Da sieht man dann die Blöcke. Ich finde das eigentlich ganz cool so mit dem Block. Jetzt ist die Frage, wo hat er den Motor reingebaut? Wo ist denn der? Weil der ist viel zu... hat viel zu wenig Power, ey. Ist der vorne drin? Sieht aus wie der Motor hier vorne, oder? Bauen wir mal die Blöcke hier weg. Gucken wir uns mal an, wo der Motor ist. Sieht aber nicht so aus, als wäre das der Motor, oder? Ralf. Doch, da ist er. Da ist er. Ist auf jeden Fall zu lahm. Raus damit. Und dann schauen wir, dass wir hier einen Medium-Size Diesel Motor for Trucks. Der muss da rein. Ist, ah, warte mal, ist aber Medium-Size gewesen, oder nicht? Gucken wir nochmal. Was haben wir denn noch? V8 Motor for Fast Streetcars. Na also, das ist doch unser, das hier ist doch unser Fahrzeug. So, dann kopieren wir mal die Blöcke. Dass wir das alles wieder zumachen. Jetzt haben wir hier vorne zwar eine kleine Lücke, aber die schließen wir selber. Wir können auch selber Lego bauen, so ist es ja nicht. Dann nehmen wir mal so ein 4x1 oder was, 1x4, ich kann mir das immer nicht merken. Einmal, ne, achso, ich muss aber hier raus. 1x4. Ah, 1 ist schon mal die Höhe. 4x1, probieren wir es mal aus. Und da. Haben wir jetzt dabei? Da ist er, genau. Perfekt. Den habe ich gesucht. Dann drehen wir das Ganze, bauen den dann rein. Und haben das Fahrzeug sogar noch verbessert. Sehr schön. Speichern geht nicht, wir spawnen mal. All on-safe changes will be lost. Nein. Da muss ich ihn jetzt wirklich speichern.
Save File As, nehmen wir Krankenwagen V8. So, raus. Und jetzt gucken wir, ob er jetzt ein bisschen besser fährt. Mal die Sirene wieder anmachen hier. Ah, der ist schon schneller unterwegs. Der driftet halt jetzt auch ein bisschen. Der Motorsound ist super nervig. Machen wir mal die Sirene an. Also ich und diese Karre werden keine... Oh! Werden keine Freunde. Oh nein, jetzt stecken wir noch fest mit dem scheiß Krankenwagen. Ist nicht dein Ernst. Ah ja, noch eine coole Sache, die ich nicht wusste. Die habe ich vorhin erst in den Changelogs gelesen. Wir haben jetzt hier, ich drücke mal Tab, jetzt seht ihr, haben wir so Slow Motion. Und mit Plus und Minus kann ich das auch noch super langsam machen. Seht ihr das? Jetzt steht er fast in der Luft, der Wagen. Und ich kann es wieder beschleunigen. Seht ihr? Vor, zurück, vor, zurück. Eigentlich ganz geil so das Ganze. Muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht. Okay, machen wir hier wieder auf 1, irgendwas. Oh shit. Wir haben einige Teile verloren, aber... Ah nein, jetzt hängen wir auch noch fest. Ja, RIP-Fahrzeug. Was ich aber auch noch sehr gerne hätte, wäre so eine Art Granatwerfer, Raketenwerfer, Waffen oder sowas. Dass man einfach die Dinge hier wegsprengt. Ah ja, apropos wegsprengen. Wir haben ja gewisse Fahrzeuge im Repertoire, sage ich mal, mit denen wir hier ein bisschen Chaos stiften können. Mal gucken. Ich habe mit Sicherheit... Ob ich eine Rakete... Ich glaube, ich nehme den Panzer. Der war eigentlich ganz geil. Mit dem konnte ich zumindest gut schießen. Habe ich noch irgendein anderes neues Fahrzeug rein, mit dem wir ein bisschen rumfahren können? Trailer... Wenn ihr irgendwas seht, wo ihr sagt, Mensch, fahrt doch mal damit durch die Gegend, dann schreibt es mir in die Kommentare. Dann mache ich das nächste Video gerne mal mit eurem Wunschfahrzeug. Ah, hohe Brick Count, ist egal. So. So, ich habe ja gelernt, rechte Maustaste. Und Free Mode mit F. Ah, ruckelt schon ein bisschen. Falsche Richtung. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass das funktioniert. Wir machen Slow-Mo mal auf super lahm. Ich würde mir so gerne wissen, wie das aussieht, wenn wir das schießen. Und wo ist Feuer nochmal? Da geht ja gar nichts gerade. Ich glaube, ich muss einfach nur drin sitzen und schießen. Oder? Ich glaube hier... Wow! Was ist denn da jetzt passiert? Holy shit! Was zur Hölle? Hä? Was ist das denn jetzt? Okay, von dem von dem Rohr ist nichts weggeflogen. Wo ist denn mein Männchen? Steigen wir mal aus. Okay, nochmal. Okay, dieser blaue Punkt da vorne, den habe ich noch gar nicht gesehen. Warum habe ich denn jetzt hier auch so einen blauen Punkt? Enter Vehicle, okay. Ah, guck mal, wir sind ganz knapp daneben. Slow-Mo. Oh, wohin fliegt das Auto? Seht ihr das? Das Auto fliegt irgendwo hin. Alter Schwede. Wie geil ist das denn? Seht euch das mal an hier. Die Slow-Mo. Wie krass das ist. Das Mündungsfeuer. Nice, oh shit. Okay, wir laufen... Oh, wo fliegt denn das Auto jetzt? Du Arschloch. Blödes Scheißauto, bleib da, Mann. Entschuldigt dieser Ausdruck, aber mal ein bisschen schneller machen hier. Warum fliegen denn jetzt die Autos weg? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ist Gravity aus oder so? Ja, tschüss. Toll. Ciao, Autos. War schön mit euch. Warum fliegen die Autos einfach weg? Ja, sehr gut. Gut Job, Ralf. Jetzt haben wir natürlich kein Ziel mehr. So eine Scheiße. Aber gut. Die Fahrzeuge sind weg. Warum auch immer die jetzt in die Luft geflogen sind. Also wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes in die Luft geflogen sind. Ich habe keine Ahnung. Wir despawnen mal den Panzer. Dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Frames wieder. Weil die ziehen ganz schön hier. Diese High-Poly-Objekte, sag ich mal. Die High-Poly übersetzt ist so viel wie hohe Polygonanzahl, und Polygone sind Dreiecke bei jedem 3D-Modell. Umso höher die sind, umso mehr Performance braucht es, um der Rechner, um das anzuzeigen. So, was haben wir denn noch für Spaß? Ich wollte eigentlich noch ein bisschen rumcruisen. Ich habe auch kein normales Fahrzeug. Ich habe immer nur so Feuerwehrzeug und Unimox, und wobei der Unimog hier eigentlich ja bestimmt ganz gut reinpasst. Hat er wieder einen hohen Brick-Account, aber Brick-Account. Mal gucken, was der so kann. Wir haben Enter Vehicle. Ah. Da haben wir schon wieder einen Teil verloren. So eine Axt hier, Axt im Walde hier. Jetzt haben wir hier Enter Vehicle. Wir haben... Warum haben wir denn so viele Sitze? Das sind drei Sitze der Unimog, ja, ne? Ah, okay, deswegen. Jetzt haben wir hier... Okay, da geht gar nichts. Okay, wir haben hier... Was fährt der denn? Ah, doch, hier. Das müsste eigentlich ein Kipplader sein. Ah, hier. Okay, sehr schön. Danke. Aber anscheinend geht es nur auf einer Seite. Oder ich muss beide machen wieder, wie... Ja, super. Ich bin sehr stolz.
Das freut mich. So, was haben wir noch für Lichter hier am Start? J drücken. Wir haben Warnlichter. Kleben die im Auto drin? Ich weiß es nicht. Warum blinken die oben denn eigentlich nicht? Ja, ein bisschen komisch. Licht machen wir mal an. Und biegen. Dieses komische Licht im Fahrzeug mache ich mal weg. Machen wir noch ganz kurz hier ein bisschen dunkler. Betrachten das Ganze mal hier bei Nacht. Ja, schön ausgeleuchtet, ne? Ist eigentlich, das gefällt mir an diesem Game auch unglaublich gut. Muss man aber auch sagen, dass die Unreal Engine einen super Job macht, ja, was das angeht. Also da kann man gar nichts sagen. Hut ab, auf jeden Fall. Das Game macht vieles richtig und macht mega Laune so. Ich weiß nicht, ob ihr auch selber Brick Rick Besitzer seid. Wenn ihr auch gar nicht sicher, wie viel das gerade im Store kostet. Aber, komm schon, komm schon, komm schon. Oh shit, holy, Wheelie, Wheelie. Hat er es gesehen, der Unimog, ey. Ja, hat natürlich schon wieder die halbe Front verloren, aber egal. Der macht echt Wheelies. Wie geil ist die Karre denn, ey? Ist zwar mega lahm, aber macht einfach Wheelies. Wie ein voll krass, wie so ein, oh, wie so ein Dragster. Ich muss aber schauen, ob ich vielleicht so ein All-Terrain-Vehikel finde. Also All-Terrain bedeutet ja, dass über alle, ja, über jede Bodenbeschaffenheit, ich glaube, das ist das beste deutsche Wort dafür, drüber fahren kann. Ja, was wir eigentlich machen wollte, waren Missionen, Leute. Habe ich bis jetzt irgendwie noch nicht so hingekriegt, ne? Kann das sein? Irgendwie labere ich die ganze Zeit, hey, Ralf macht jetzt mal krasse Missionen hier und fährt ja auf der Map mal ein bisschen rum. Das ist das erste Fahrzeug, mit dem wir tatsächlich fahren. Die anderen Krankenwagen wollte ich schon wieder mit dem Panzer wegballern, aber so ist es halt mal in diesem Spiel. Man kommt gleich von A nach B und C und D und H und J und Z, X, Y. Auf jeden Fall, wir cruisen mit 117 km/h mit Unimog. So schnell habe ich so ein Ding auch noch nie fahren sehen. Da vorne, wenn ich mich nicht täusche, müsste sogar... Ah, ist da eine Mission? Nein, sieht nicht so aus. Es gibt nämlich irgendwo so ein Gebäude. Da muss man kleine Lego Bricks in seinen... auf die Ladefläche packen. Deswegen ist der Unimog auch ganz praktisch, weil der hat so eine Ladefläche. Ich habe noch nach anderen Fahrzeugen gesucht im Store, aber selbst keine gefunden. Das bedeutet, ich muss wahrscheinlich entweder selber einen bauen oder... Oh shit, nein, 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 nein. Alles klar, Slow-Mo. Mein Fahrzeug ist RIP, Leute. Gut gemacht, Ralf. Sehr gut. Da fliegt er, der Unimog. Unimog on Tour, Leute. Ich sag's euch. Sieht aber schön aus, ne? Er bewegt sich sehr grazial hier. Scheiße. Nein! Man sieht auch immer, es fängt ein bisschen so das Ruckeln an, wenn wir irgendwo kollidieren. Einfach nur aus dem Grund, weil diese... weil die Berechnung dann in dem Moment der Kollision stattfindet. Und ich habe einen guten PC, Leute. Ja, nicht wundern. Mein PC kann einiges. Aber, ja. Dann... sogar hier kommt dann seine Grenzen. Ja, scheiße, Mann. Warum sehe ich denn keine Mission? Ah, lalalala. Wheelie, Wheelie. Zieht euch so mal rein. Ich sehe, was ein Wheelie macht, ey. Ja, genau. Das liegen wir auf dem Dach. Okay, alles klar. Wir vergessen das mal, weil irgendwie... ich komme mit diesem Fahrzeug nicht weit. Wir resetten uns mal bei der Garage. Und steigen aus. Und jetzt habe ich euch ja versprochen, ich zeige euch mal dieses, in Anführungszeichen, Fahrzeug, was ich gebaut habe. Und das wird sehr geil, passt auf. So. Es ist ein, puh, wie soll ich es denn nennen? Ich weiß schon gar nicht, wie ich es genannt habe. Pink Demon to Hell war es? Ne, der Roffelcopter war es, genau. Und zwar ist das hier der Roffelcopter. Ich musste gestern auch so lachen. warten mal kurz, wir werden aber dann eine andere Map nehmen. Und zwar Exit und Foot. Und dann nehmen wir mal hier Main Menü, die Sandbox Map. Und hier gehen wir rein und laden den Roffelcopter, Leute. Warum komme ich hier nicht raus? Spawn. Ach so, der Sitz fehlt. Wo habe ich denn, warum habe ich den Seat nicht drauf? Sehr komisch. So, Seat hier mal rein mit dem Ding. Sehr gut. Speichern. Was steht da? Seat Components ist kleiner als 1. Da ist doch ein Sitz. Seid ihr jetzt blind oder was? Irgendwie. Motor Components habe ich. Da ist doch mein Sitz. Jetzt wollt ihr mich verarschen oder was? Habe ich den falschen Sitz gewählt? Ja. Sorry, ich habe den falschen Sitz gewählt. Entschuldigt. Ich habe den falschen Sitz gewählt. So, und zwar sitzen wir da. Was ihr sehen könnt, ist, wir haben hier Triebwerke an den Seiten, die das Ganze drehen. Da unten sind die Reifen, die das Ganze ermöglichen. Und unten drunter haben wir vier Triebwerke, die Schub geben. Und wenn wir das Ganze starten, sieht das so aus. Pass drauf.
Geronimo! Ja, das kann man echt nur in Slow Motion genießen. Ich find's super geil, wie ihr sehen könnt. So bewegt sich das Ganze. Die Thruster da unten geben den Antrieb nach oben. Ich musste auch viel ranpacken, weil ich hier oben drauf diese Spitze gebaut habe. Lenken lässt sich's nicht, ja. Aber ihr seht selbst, wir können mal einen Geschwindigkeitsrekord aufstellen. Und zwar, wenn ich noch mehr Feuer gebe. Ich find's einfach nur funny, ey, ohne Scheiß. Ich hatte so einen Spaß gestern, das Ding zu bauen. Ich glaube 1800 km/h war Max oder sowas. Wir können auch mal in die Ego-Perspektive gehen. Das finde ich eine sehr gute Idee. Ah, ich sollte vielleicht nach oben hin offen machen, dass ich nach oben gucken kann. Aber ihr seht selbst, wie krass das Ding sich hier dreht, ey. So, das ist auch tierisch laut. Also, wir sind unglaublich hoch. Wir sehen selbst 1200 km/h. Man kann da gar nichts machen, außer Gas geben. Es geht nur nach oben. Mehr ist da nicht drin. Aber das war ein Roffelcopter, den ich euch nochmal zeigen wollte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Ich wünsche euch weiterhin eine tolle Zeit und wünsche euch viel Spaß bei meinen weiteren Videos, falls ihr jetzt noch ein bisschen da bleibt. Danke dafür und wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Würde mich tierisch freuen und unterstützt mich auch. Ich bin draußen, euer Ralf.